Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier auf Blackpink gegen einen Zerg und wir selbst bekommen Protoss. So das aussehen. Sehr schön. So. Machen wir direkt den Nexus First. Zumindest expandieren wir unten. Also, natürlich expandieren wir unten, aber wir bauen doch vorne schon die Wall. Wir scouten früh. Falls denn doch ein Early Pool kommt, können wir uns da absichern. Zack. Kurz auch den Müll aus dem Adventskalender weglegen. So, ja. Protoss gegen Zerg. Wie gesagt, ich würde ganz gerne Nexus First spielen und dann vielleicht einfach mal einen Zealot Arcan All-In. Auf zwei Basen. Können wir mal machen. Vielleicht spiele ich aber auch drei Basen. Muss ich noch ein bisschen gucken. Ich lasse mal auf mich zukommen. Ich wurde ja letztens dafür gerügt, dass ich ständig Pläne am Anfang entwickle, die ich dann nicht einhalte. Deshalb entwickle ich jetzt mal keinen so richtigen Plan. Das ist ein ziemlich früher Hedge. Mal tun wir doch mal so, als würden wir Cannon rushen. Zack. So. Nur damit er hier Drones pullt, hoffentlich. Eine. Das war ein bisschen... Okay, da waren die anderen Drones. So, wir machen Double Gateway danach und dürfen jetzt nicht vergessen, weiter Probes zu bauen. Da kommt sein Pool. Unsere Mineralien reichen nicht aus. So, wir müssen auch ein relativ frühes zweiten Pylon nehmen, weil meine Exia ja durch den Pylon da zum Irritieren ein bisschen spät war. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Noch keine Exe, alles gut soweit. Jo. Ich muss nochmal bestätigen, dass er kein Gas genommen hat. Okay, jetzt nimmt er die dritte, das ist gut zu wissen. Hat er Gas? 222. Wie viel hat man nochmal normalerweise? Das haben sie ja geändert. Okay, das heißt, Speed dauert noch ewig. Ich habe leider vorne keine Probe gehabt zum Core bauen. Wie baue ich denn jetzt die Wall? Ja, beste Wall EU. Unzureichende Mineralien. Mal einen Zealot kommen müssen. Unzureichende Mineralien reichen nicht aus. Und wir schicken dann alles nach unten. Das sollte passen inzwischen. Unsere Sonden werden angegriffen. Zack. Zack. Gebt uns einen Auftrag. So. Bobo, Twilight. Gate, Gate, Gate. So. Können nochmal zwei Stalker pumpen. Und den Scout gleich zu den Nein. Und ich baue ein bisschen wenig Worker aktuell. Das gefällt mir nicht so richtig. Wir dienen Menschen. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Nee. Nicht, dass da gleich zu Problemen kommt. Nicht genügend Energie. Energie unzureichend. Nicht genügend Energie. Interessant, viele Linge. Energie unzureichend. Und der Overlord hat sich weggezogen. Dementsprechend vermutlich ein Overlord Drop? Nee. Forschung könnte aber noch kommen. Energie.
Energie unzureichend. Oh, ich habe keine Energie für Chrono Boost. Ich glaube, der Patch ist noch nicht live, der das Ganze noch mal ein bisschen nervt, genau. Man möchte das jetzt ja länger stellen und den Chrono Boost, also es wird jetzt nicht mehr für 10 Sekunden lang 100%, sondern für 20 Sekunden 50%, sodass es unterm Strich das gleiche bleibt, aber eben die ursprünglich erreichten der ursprünglich erreichte Boost quasi weniger ist. So, dass es ein bisschen länger dauert, was zu Chrono Boosten, aber unterm Strich halt trotzdem noch da ist. Wie sieht denn dieser Skin bitte aus? Hab ich den immer schon gehabt? Die neue War Chest gibt es jetzt übrigens. Aber ich glaube, ich habe sie eigentlich nicht. Warum sieht das hier schon so aus? Ist das der standardmäßige Immortal? So, wir gehen mal einmal mit euch schon mal los. Vertreiben hier die paar Dinge. Erleuchtet mich. Nehmen uns die dritte. Wir sind eins mit den Schatten. Das fand ich so geil. Unsere Forschung wurde beendet. Unsere Gedanken. Ja. Der neue Arken sieht richtig geil aus übrigens. Dort können wir nichts heran. Keine Base. Wir können recallen. Das ist auch definitiv Teil meiner Strategie. Wir sind das Licht der Karten. Das ist keine gute Position für mich tatsächlich. Wo sind denn meine neuen Gateways eigentlich? Die sind noch nicht da. Und die Pylons wurden auch nicht gesetzt, weil er hier nicht durch die Wall kommt. Das ist aber nicht. So. So. Ich hätte mehr Immortals pumpen sollen, parallel. Und auf Storm hätte ich gehen sollen. Das hatte ich eigentlich auch gedacht, dass ich schon in der Forschung hatte, aber das war zu einem Zeitpunkt, wo ich gasknapp war. So, das wird einen Gegenpush geben, auf jeden Fall. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil da ist er schon. Das ist ein sehr, sehr früher Gegenpush. Das heißt, wir können auch nicht auf Storm hoffen. Wo ist denn mein Warprism? Das steht ganz unglücklich. Ihr dürft auch mitreiten. Ich hab zu wenig Gateways leider. Jetzt greift mit an. Ja, jetzt habe ich Storm oder was? Ja, GG. Das war nicht so gut. Das war überhaupt nicht gut. Naja, nächste Partie. Ah, ich hätte mich früher zurückziehen sollen vorne. Und wenn ich Storm in der Forschung gehabt hätte, hätte ich das auch hier halten können. Dann hätte ich einfach die zwei Templer, die ich da hatte, stormen lassen können und nicht... Ah, das war nicht gut. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich an mir arbeiten, aber das liegt auch daran, dass ich die letzten Tage relativ wenig StarCraft gespielt habe. Nur 4 gegen 4 und 4 gegen 4, sagen wir mal ehrlich.
Ich bin ganz schön dunkel, ne? Nee, kann ich das verbessern? Nicht so wirklich. Das liegt aber daran, dass es auch einfach schon dunkel ist. Es ist 2 Uhr nachmittags. Naja, 3 Uhr. Und es ist einfach stockfinster. So ist das im Winter. Terraner. TVZ, okay. Zusätzliche Mineralien werden easy, TVZ. Unsere Mineralien reichen ups, nicht aus. Krebs an. So. Unzureichende Mineralien. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Unzureichende Mineralien. Na, ich weiß immer nicht, welches dieser Gaskassiere näher ist. Reichen nicht aus. Das könnte doch eher das sein, ne? Ja, egal. Wir machen auf jeden Fall hier einen Alien-Opening. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Wir machen keinen Hellbat-Push. Ganz normales Hellion-Opening, um Creep zu denyen. Vielleicht auch mal ein bisschen an seiner dritten zu knuspern. Wir werden hier eine frühe Wall bauen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass er einen Scout mit der Drohne macht. Den will ich nämlich eben unterbinden. So, also nur eben kurz anbauen, sodass er nicht direkt umgeknuspert wird. Ja, dann machen wir das Ganze nämlich nicht. Dann kannst du das hier gleich weiterbauen, wenn ich den treffe. So. Das war der Ursprungsplan. Wie gesagt, wir gehen tatsächlich... Nee, nicht so früh aufs zweite Gas, das wäre ein bisschen sehr früh. Bei... Doch, wir gehen auf ein frühes zweites Gas. Wir können ja vielleicht auch mal ein Banshee-Follow-up machen. Das halte ich für gar nicht so schlecht. Ich weiß immer nie, nach wie viel Worker ich da aufbauen muss. Vor allem nicht, wenn ich zwischendurch noch verschiedene Gaskassiere baue. Wobei, geldtechnisch ist ja sowieso egal gewesen. Ja, dann machen wir Reaper-Opener. Ist okay, und wir nehmen direkt die Echse. Und dann gleich die Factory hinterher. Sollte eigentlich akzeptabel passen. Vielleicht nehmen wir auch erst die Factory. Wir nehmen erst die Factory. So, erst Factory. Und zwar so, dass wir auch gleich den Reaktor bauen können. Kommandozentrale ausgebaut. Mika kommt gleich nach vorne. So, Reaktor. So, und dann würde ich sagen, jetzt hier in Richtung Command Center. Unzureichende Mineralien. Zusätzliche Mineralien. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Unzureichende Mineralien. Markerpumpen. Was hat das hier überhaupt nichts gescoutet? Toll. Wieso bist du denn an mir vorbeigefahren? Ja, komm, dann machen wir das anders. Einen bauen Reaktor kann man da nichts dran bauen, das ist das Unschöne. Also kann man nicht repairen. Oh! Hier kommt man ja überhaupt nicht durch. Naja, immerhin hat er hier verkackt. Er hat echt mein Dings bekommen. Was ist denn hier los? What the fuck? Ja, Marine, du sollst stehen bleiben. Das ist genau das, was wir wollten. Das läuft ja mal gar nicht, dieses Match. Mein Gott, kann jetzt mal jemand diesen beschissenen Ding hier töten? Ja, was macht ihr denn jetzt hier? Oh Gott. Das läuft ja mal alles hier gerade gar nicht. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Kommandozentrale ausgebaut. Ganz kaum noch. Abmarschbereit. Bereit machen, Jungs. Unsere Mineralien reichen nicht aus. So. Unzureichende Mineralien. Machen jetzt definitiv die Post. Unzureichende Mineralien. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Unsere Mineralien reichen nicht aus. So. Weiter Heliens pumpen.
Ich mag diese Hellions mit dem Skin übrigens nicht. Das muss ich nochmal ausstellen. Diese Trikes finde ich überhaupt nicht toll. Aber es gibt ja eine neue Warchest, wie gesagt. Da werde ich wahrscheinlich einmal reinschauen. Jetzt noch Cloak erforschen. Was soll's? Nicht unzureichende Mineralien. Der Bau einer Erweiterung wurde fertiggestellt. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. So. 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 Unzureichende Mineralien. Energie. Unsere Mineralerweiterung fertig. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Irgendwann in nächster Nähe einen Scan natürlich überhaupt gar nicht. Okay, ich verstehe. Unsere Mineralien reichen. Und. Ist nämlich auch nicht erforscht. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Unsere Mineralien reichen nicht aus. Also es geht hier nicht um wirklich großen Schaden anzurichten, sondern eigentlich geht es nur darum, den Creep hier ein bisschen zurückzutreiben. Hat er hier schon eine vierte? Nee. Auch schon Detection da haben. Die spätesten Banshees, die man jemals bauen kann. Wir benötigen zusätzliche Versorgungsdepots. Na, das wird ein Spaß. Das erfordert zusätzliche Versorgungsdepots. Bin unterwegs. Kein Problem. Dort können wir nichts errichten. Wo ist denn meine. Was ist denn jetzt hier mit meiner Factory los? Unsere Forschung wurde beendet. Das erfordert zusätzliche Versorgung. Factory, lande jetzt gefälligst. Los, schieß doch auf das Ding. Oh Mann. Warum stehen meine Einheiten dann nicht dort rum? Unsere Forschung wurde beendet. Random Turrets. Das Problem ist, dass er halt auf jeden Fall Baning Speed hat und damit bin ich tot. Das ist ein Spieler, der Creep Spread und Baning Speed hat. Damit, ja, bin ich chancenlos. Absolut. Mineralienfeld erschöpft. Dort können wir nichts errichten. Unzureichende Mineralien. Es gibt noch keine Armory, das ist ärgerlich. Mineralien reichen nicht aus. Zusätzliche Mineralien werden benötigt. Warum nicht? Worauf soll ich ballern, Sir? Ein Mineralienfeld ist erschöpft. Da sind sie schon. Dort können wir nichts errichten. Wo ist der nun? Kann's kaum noch erwarten. Los, los, los! Nein, was macht ihr denn? Oh, warum ist meine Armory nicht fertig geworden? Scheiße. Wir benötigen zusätzliche. Unsere WBFs werden angegriffen. Nein, stimmt doch!
Morpht er seine Bände hier? Ich habe ihm deutlich mehr Schaden gemacht, als wir eigentlich hätten dürfen. Dort können wir nichts errichten. Stillgestanden. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Kommt noch was? Kannst kaum erreichen. Los, rechts hier, komm. Abmarsch bereit. Energie unzureichend. Jetzt ladet doch ein! Ein Mineralienfeld ist erschöpft. Bereitmachen, Jungs! Durchgelassen! Mineralienfeld erschöpft. Erwidere Feuer! Das hab ich gehört. Abmarsch bereit! 1-1. Boah, wenn ich mein Geld ausgegeben hätte, Leute, ne? Ja, fliegt doch irgendwo hin, ist mir auch egal. Hauptsache, ich habe jetzt Einheiten. Nein, fliegt doch nicht dahin. Wir haben ein Mineralienfeld aufgebraucht. So, wir dürfen ihn sich aber nicht wieder aufbauen lassen. Und warum der hier immer noch nicht auf einem Hotkey liegt, weiß ich auch nicht. Erweiterung fertig. Wird gemacht. Verstanden. Wie viele Echsen der einfach genommen hat. Kann's kaum noch erwarten. Der Bau einer Erweiterung wurde fertiggestellt. Kann's kaum noch erwarten. Empfang bestätigt. Abmarsch bereit. Roger. Geht klar. Wo ist der andere? Jetzt komm! Blödes Ding! Wir müssen zusätzliche versorgen. Mein Mineralienfeld ist erschöpft. Supply Lot. Oh, hat viel Hund, was wir gefahren. Unser Upgrade wurde. Hier komme ich. Abmarschbär. Ja, Sir. Befehle sind zu befolgen. Durchgeladen und entsichert. Hier komme ich. Mach ich. Unsere Basis wird belagert. Los, los, los. Bereit machen, nein, nein! Och Mann, ihr blöden Viecher! War doch nicht so eine Scheiße hier. Komm,
Jetzt stimmt. GG. Okay, das hätte ich absolut nicht mehr gewinnen dürfen. Weil ich war auch richtig schlecht. Aber macht nichts. Hat doch geklappt. Oh, Zyrok spielt jetzt StarCraft 2. Was ist da denn los? Hat ein eigenes Spiel gegen KI gespielt. Uiuiui, will da jemand trainieren? Will da jemand trainieren? Haben wir live auf Aufnahme. Und da würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr diese Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.